Wie wär's irgendwann mit einer Spritztour? Ich weiß, wer du bist. Ja, wer denn? Einer der Bondurant-Brüder. Mein Daddy glaubt, ihr seid das Schlimmste, was Franklin je geschehen konnte. Sag deinem Daddy schöne Grüße. Wir können ja alle richtig gutes Geld verdienen. Reiner Maiswhisky, das hier ist White Lightning. Komm schon, Foyce, wir wollen einen Tanz sehen. Ich tanze doch nicht für euch zwei Volltrottel. Komm, mach schon. Sehr beeindruckend, wirklich. Ich gebe dir $4. Der Preis war 5. Dieses Geschäft hat sämtliche Ehre verloren. Das sind $2,000, abzüglich Provision. Sieh dich an. Spiel's nicht auf, als wärst du Al Capone. In der Stadt habe ich gehört, dass hier eine Aushilfe brauchen wird. Nun, Mr. Bondurant, kriege ich den Job? Es scheint, du bist an gewissen illegalen Aktivitäten beteiligt. Das ist der neue Special Deputy. Er kommt aus der Stadt, um uns zu unterstützen. Er will dafür sorgen, dass jeder hier sein kleines Stück vom Kuchen abkriegen kann. Sieh an. Ich bin der Mann, der dir im Leben von nun an viele Schwierigkeiten macht. Solltest du nicht spuren, kleiner Hinterwäldler. Ich bin ein Bondurant. Und wir gehen vor keinem auf die Knie. Die, die auf ihn losgegangen sind, haben gefährliche Auftraggeber. Es besteht die hartnäckige Meinung in der Gegend, dass Forrest Bondurant etwas anders als andere Menschen ist. Sie wollen Unsterbliche? Sheriff, Sie haben keinen Schimmer, was eine Tommy Gun von Ihren Unsterblichen übrig lässt. Wir sind Kämpfer. Wir kontrollieren die Furcht. Denn hätten wir keine Furcht, dann wären wir alle schon so gut wie tot. Das wird ein Krieg, der hier heraufzieht. Keiner von euch überlebt hier. Es ist nicht die Gewalt, die den Wert eines Mannes ausmacht. Seine Stärke ist darin zu erkennen, wie weit er bereit ist zu gehen.